Jetzt bin ich auch wieder zu hören, jetzt können wir loslegen. Nicht ganz so pünktlich wie die anderen vorher, aber freue mich, so zahlreich alle da. Wie gefällt euch die Konferenz bis jetzt? Gut? Schlangen beim Essen? Super? Von hier aus sieht die Überschrift und das an der Seite rot aus, bei euch auch. Es ist eigentlich schwarz. Komisch, bei uns in der Firma sind die Projektoren immer, die können rot gar nicht darstellen. Hier wird schwarz zu rot. Ich habe diesen Vortrag, der Vortrag ist als fortgeschritten gekennzeichnet. Ich kann euch auch sagen, worin das besteht. Ich habe diesen Vortrag auf der IoT-Con im Juni diesen Jahres in München schon mal gehalten und hatte dort eine Stunde Zeit. Also rasen wir jetzt ein bisschen durch. Wir werden zwar auf Code gucken, aber wir werden mit dem Code nichts machen, also nicht ausführen oder sonst was und irgendwelche Fehler sehen, die wir noch beheben wollen. Es wird einfach ein bisschen schneller gehen. Kurz über mich, wenn man Michael Schmidt heißt, muss man immer ein bisschen abgrenzen, sonst gibt es zu viele davon. Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren dabei. Wie gesagt, seit 99 eigentlich mit Java. Mache auch Go, Kotlin, Java TypeScript. War lange Zeit auch im SAP-Java-Umfeld tätig, also habe auch Swing-Geschichten gemacht. Aktuell, Datenbanken sind bei mir MongoDB, Postgres, also aktuell sehr stark im IoT-Umfeld tätig. Also ich bin aktuell als Architekt für die Cloud of Things der Telekom, für den MQTT und Narrowband IoT-Bereich tätig. Und seit kurzem, letzten Monat, habe ich noch ein iOS-Projekt angefangen. Also seit 2017 bin ich bei der Tarent in Bonn. Wir sind halt eine Firma, 200 Leute, plus 100 in Rumänien. Machen hauptsächlich so Entwicklung, Resales und IoT-Bereich. Wir sind eigentlich eine reine Entwicklercompany, die agil arbeitet. Bei uns kann man also für Projekte, kriegt man von uns Entwicklerteams. Wir haben kaum eigene Produkte, sind nur halt tätig genau für alle, die im Köln-Bonner Raum so tätig sind. Rewe Digital, Telekom und alle diese Leute. Seit kurzem haben wir auch die Tarent Academy, wo ich halt Trainer für Angular, MongoDB und halt dieses Vertex-Thema bin. Gucken wir mal kurz, wir gucken mal, was ist MQTT? Dann gehen wir in Vertex.io, weil es ist zwar der IoT-Track, dem trägt Vertex so ein bisschen die Rechnung. Also der technische Teil befasst sich halt doch mehr mit dem Vertex. Und wir sagen, wie sich das gut verheiraten lässt. MQTT ist halt ein Nachrichtenprotokoll, das bei IBM und Cirrus mal entwickelt wurde. Das Ganze läuft auf den TCP-Ports 1883 oder wenn es verschlüsselt ist, 8838. Und das ist halt ein asynchrones Protokoll. Also es läuft über einen Publish-Subscribe-Prozess. Das heißt, ich habe immer einen Broker, bei dem man sich anmeldet, für den man sich für Topics subscribe. Und ich kann entsprechend dann auch auf diese Topics publishen und dann habe ich genug Empfänger. Ein geringer Overhead, also der Header ist sehr gering. Ich kann auch nahezu jede Payload schicken. Ich habe Sender, Empfänger sowohl räumlich als auch zeitlich entflochten, weil diese Operation wirklich asynchron ist. Also wenn ich was sende, kann ich nicht erwarten, dass ich sofort eine Antwort kriege. Ich muss mich schon auf den Antwortkanal subscriben. Wie gesagt, die ganze Kommunikation ist asynchron, dadurch sehr eventbasiert und ich kann skalierbar. Also ich kann so einen MQTT-Broker sehr gut clustern. Der beste ist aktuell der Hyphen-Q-Broker und der lässt sich im Cluster sogar so betreiben, dass man wirklich auch sagen kann, die Nachricht wird nur einmal zugestellt und so weiter. Auch wenn ich über zwei Broker sende, ich kann Gruppen-Subscriptions machen. Wir haben drei Qualitätslevel, mindestens einmal. Maximal einmal und genau einmal. Bequemlichkeit sehe ich, dass viele dieses Qualitätslevel 0 nehmen, das heißt maximal einmal, also Fire and Forget. Ist aber nicht in allen Szenarien, für die man eigentlich IoT benutzt, also gewollt. Also das ist wie so ein Sensor bei der Boeing 737 oder 787 Max war das, was war das? Der sendet und wird nicht verstanden. Also und der Spezialfall ist MQTT-DSN, das ist halt für noch geringere Bandbreiten, also bei der Telekom benutzen wir es für die Narrowband-IoT-Schiene, weil dort ist ja, man hat da sehr wenig Bandbreite, damit kann man die Nachrichten noch weiter reduzieren, reicht zum Teil manchmal ein Wert, den man schickt und dann legt sich das Gerät wieder für Monate schlafen.
Wie gesagt, Topics können Wildcards enthalten. Wir können einen Retained-Flag setzen. Retained heißt einfach, die letzte Nachricht eines bestimmten Topics wird vom Broker aufbewahrt. Das heißt, wenn ich ein neuer Client subscribe, kriegt er erstmal diese Message und kennt den letzten Status, der so bekannt ist. Weil ich habe ja keine Garantie, also es gibt Broker, die zwar eine Queue implementieren, aber das ist eigentlich nicht Teil des Standards. Normalerweise, wenn ich was sende und niemand es subscribe, kriege ich da nichts. Das wäre halt, wenn ich es mal kurz zeige, ich habe hier mal einen EMQTT-Browser laufen. Wenn ich also, hier habe ich eine Subscription, das ist übrigens so die Wildcard, die Raute ist halt, heißt alles Folgende, also ich kann alles, was hinter Home Garden schickt würde, und wenn ich hier jetzt etwas publische, würde ich es hier auch sehen, Test 2. Wenn ich aber die Subscription jetzt zum Beispiel unsubscribe, publische das nochmal, gehe da auf die Subscription, sehe ich nichts. Mache ich das Ganze mit Retained Flag, sagen wir noch QS1, das wäre jetzt 3, sage Publish, melde ich mich an, subscribe und kriege auch diese Nachricht. Was ich halt im Standard nicht kriegen würde, wenn ich nicht subscribed bin und der Broker keine Queue anbietet. Wir haben Keep Alive und wir können auch eine Art Last Will mitgeben, also wenn sich verabschiedet wird, was man dann machen will. Es gibt jetzt seit MQTT 5 etliche Verbesserungen, dass ich halt Shared Subscriptions, das heißt halt, ich habe normalerweise meine Clients auch im Cluster betrieben und da möchte ich auch nicht alle Nachrichten doppelt und dreifach verarbeiten. Dann kann ich halt sagen, ich gehöre zu einer Subscription Group und kann sagen, nur einer von uns muss diese Nachricht erhalten. Selbst wenn ich an einem Broker Cluster bin, kann Properties setzen, Ursachencodes, ich kann bessere Authentifizierungsgeschichten machen. Darauf gehe ich jetzt alles nicht ein, das ist dokumentiert. Der einzige Browser, der es eigentlich schon vorher so als Erweiterung dabei hatte, war halt der HiveMQ-Broker, der ist aber auch kommerziell. Auch wenn es jetzt eine Open-Source-Variante gibt, aber in dem Moment, wenn ich einen produktiven Einsatz habe, ich auch Support kriegen und so weiter, dann macht sich das bezahlt, wenn man zahlt. Hier nochmal kurz als Diagramm. Also ich habe ein Connect. Es gibt immer auch eine Conack, also eine ACK-Nachricht für alles. Nicht also in Client, dort habe ich hinten ein Backend, was sich auch an den Broker subscribt, also auch auf das Backend kommuniziert über die gleichen Logiken. Ein Sonderfall ist noch, wenn ich MQTTSN mache. Die Broker können normalerweise kein MQTTSN selbst, weil MQTTSN wird über UDP ausgesendet, die Broker reden alle TCP. Das heißt, man implementiert in der Regel noch ein Gateway dazwischen, was die UDP-Nachricht empfängt und dann per TCP sich an den Broker connectet. Damit waren wir erstmal bei MQTT. Merken wir uns, was wir alles über Entflechtung und so weiter. Vertex.io ist ein reaktives Framework in der Java-Welt, wo man sich halt auch eventgetrieben entwickeln kann. Ursprünglicher Name war Node.x und damit ist auch schon klar, wo es seine Motivation hergeholt hat. Also es sollte eigentlich eine Art Node.js-Implementierung für die Java-Welt sein. Tim Fox hat es bei VMware entwickelt. Gab es noch ein bisschen Knatsch, als er VMware mal verlassen wollte. Wollten die das behalten, obwohl das von Anfang an eigentlich ein Open-Source-Projekt war und auch den Namen. Also nach ein bisschen Hickhack ist das auch dann zur Eclipse Foundation gekommen, ist auch jetzt noch bei der Eclipse Foundation und hat auf der JAX 2014, also so eine ziemlich große Konferenz des Software- und Support-Verlags, diesen Most Innovative Java Technology Award bekommen. Wie gesagt, inspiriert sowohl durch Node.js, aber auch durch Frameworks wie Akka oder die Sprache Erlang. Also wir sind event-driven, non-blocking und hochskalierbar. Wie das skalierbar ist, wenn wir so viel Zeit haben, habe ich noch so einen Add-on-Block, wo es um die Skalierung geht. Zeigen wir das. Und wir haben die Möglichkeit, unter zwei Lizenzen zu wählen.
gerade, es ist Open Source, aber wir haben ja manchmal so Restriktionen. Wir können also die Apache License oder die Eclipse Public License benutzen. WordX kann in sehr vielen verschiedenen Sprachen benutzt werden. Also Java, Groovy, Scala, Kotlin, Ruby, Scylla und JavaScript. Das heißt, jeder kann sich innerhalb der JVM-Welt die Sprache seiner Wahl aussuchen. Also wir haben hier links mal die Java-Implementierung. Das ist auch das, wenn ich mir auf so einen Starter generieren lasse auf der Vertex.io-Seite, kommt genau das als Beispiel raus. Also dieses Hello World als Webanwendung. Haben wir uns doch immer gewünscht, in Java auch einen Webserver mit einer Zeile aufsetzen zu können. Jetzt gibt's das. Wir haben alle immer angeguckt, warum kann das Go, warum kann das Node. Jetzt können wir das eigentlich auch. Gut, sind ein paar mehr Zeilen, aber ist genauso einfach. Außerdem sind die ja generiert. Das heißt, wir haben, setzen einen Händler an den Server, sagen, auf welchen Port er listen soll, hören soll. Und das rechte ist das entsprechende Kotlin-Beispiel. Weil wir selber benutzen das mit Java und mit Kotlin. Ich habe auch schon Verticals geschrieben in Scala, Groovy, auch so zu Demo-Zwecken für solche Vorträge. Also das funktioniert. Die sind auch können auch gut miteinander interagieren in, in einer Anwendung. Das heißt, wenn man mehrere Teams hat oder jeder Entwickler so sein Vertical in seiner Sprache, weil man die Verticals sehr klein hält, kann er das machen. Was zeichnet Vertex aus? Also alle APIs sind fluent. Das heißt, sie geben immer sich selbst eigentlich zurück, jede Funktion, damit ich dann immer wieder so weitermachen kann. Also Response, Put, Header und so weiter. Dann, wie gesagt, wir sind eventbasiert und hier kommen halt sehr stark Lambdas zum Einsatz. Also Callback-Methoden. Wir haben keine Funktionsaufrufe, wir senden Event-Nachrichten und auf diese Nachrichten. Ja. Wir versuchen, nur, also nicht blockenden Code auszuführen, hat also eine sehr extensive Nutzung der Java NIO-Klassen und Streams und so weiter dort auch zur Folge, auch bei File-Zugriffen. Es gibt eigene Treiber für MongoDB oder so, die dafür sorgen, dass auch so Zugriffe auf Datenbanken eigentlich nicht blocken. Weil wenn man mal blockenden Code in Vertex schreibt, dann wird man sehen, oder es reicht auch, wenn ich mal debuggen will, Vertex-Code, ich werde sofort sehen, ich kriege permanent Fehlermeldungen ins Log, der und der Thread ist geblockt. Soll man nicht machen? Ja, die haben das Reactor-Pattern, das ist also, wir haben Nachrichten und reagieren darauf. Also, und wir sagen, früher, wer hat noch Swing programmiert von hier? Oh, doch noch einige. Da gab es immer den Swing-Event-Thread nicht zu blockieren. Da ist dann über Swing-Utilities invoke later ein. Hier gilt das Gleiche. Der Event-Thread wird nicht blockiert. Das ist eigentlich die goldene Regel, weil man sonst kann halt die ganze Anwendung nicht die Anwendung. Es steht halt ein Vertical, weil eigentlich hat jedes Vertical seinen eigenen Event-Thread. Wir haben eine Koordination einerseits über die Unabhängigkeit über der Verticals und ansonsten haben wir natürlich auch, wie gesagt, man hat bei Node.js geguckt, bei allen anderen. Wir synchronisieren Geschichten nicht mehr mit Synchronized und irgendwelchen Blockmonitoren. Wir haben Futures, wenn wir wirklich zwei Handlungsstränge abwarten wollen, dass sie sich, und die können wir dann verknüpfen über eine Concurrent Composition. Also alle gucken wir, wenn die beendet sind, dann kann man noch die Fälle, sind sie erfolgreich beendet oder alle mindestens beendet oder mindestens eins erfolgreich beendet. Oder ich kann auch sagen, ich möchte bestimmte Tasks nacheinander abarbeiten, dann kann ich halt in so ein Composite Future einfach die einzelnen Futures, die dazugehören, reinfügen und der startet die dann die entsprechenden Methoden auch erst, wenn es soweit ist, also die Händler. Bausteine so einer Applikation sind Verticals. Und Verticals sind halt so folgen dem Actor-Model. Wir sind halt, ein Vertical hat eine Aufgabe, macht das und ist völlig unabhängig. Das Schöne ist, man kann Verticals wirklich ziemlich einfach programmieren, wie in der Zeit, wo man noch keine unterschiedlichen Cores hatte, wo man noch nicht Parallelverarbeitung, nicht synchronisiert hat. Weil innerhalb eines Verticals habe ich ein Thread,
da lampt das, aber ich brauche mich um die Synchronisierung da drin nicht kümmern, ich kann einfach programmieren. Konflikte, Seiteneffekte sind eigentlich ausgeschlossen, außer ich mache Fehler. Aber wenn ich einfach nur versuche, die Fachlichkeit runterzuentwickeln, dann wird da auch nichts passieren. Wir haben, wie gesagt, Standard-Verticals, die haben einen Event-Loop-Thread. Falls ich doch mal länger Läufer habe, die dann auch was brauchen, wo ich dann da kann auch mal geblockt sein, kann ich mir auch Worker-Verticals benutzen, die dann sich einen Thread aus dem Thread-Pool holen und das verarbeiten. Aber wie gesagt, diesen Aufruf, diese Worker-Verticals schmeißen dann zwar nicht dauernd diese Exceptions, aber man sollte sie sparsam einsetzen und nur wirklich, wenn man irgendwas hat, was sonst das Ganze behindern würde. Und natürlich gibt es auch Multithreaded, aber dann habe ich mir die ganzen, alles was ich vermeiden will mit Vertex, kann ich mir mit Multithreaded auch wieder reinholen. Also irgendwelche Konflikte, weil ich da parallele Sachen mache. Also ich habe es noch nicht gebraucht, ich bin jetzt immer mit Standard-Verticals ausgekommen, weil man eigentlich, wenn man die Aufgaben gut entflechtet, also so ungefähr wie wenn man große monolithische Anwendungen in Microservices fachlich zerlegt, so würde ich das in der Applikation mit Vertex auch machen. Ich definiere mir meine eigenen Verticals. Kommunizieren tun Verticals über einen Eventbus. Und das ist, wie gesagt, ich schicke Nachrichten, das ist eine, habe Adressen, stringbasierte Adressen. Die Nachrichten werden benutzt. Ich habe zwei Möglichkeiten, kann senden oder publish. Publish werden alle registrierten Empfänger benachrichtigt. Bei Send sucht er sich einen Empfänger, der erste, der reagiert. Dadurch kann ich das Ganze asynchron halten. Ich habe zwar eine Möglichkeit, auf einen Callback zu reagieren, also in so einer Send-Funktion einen Callback mitzugeben, aber für den habe ich dann auch wieder an meine aufrufenden vertikalen Händler. Und damit muss ich nicht sagen, ich habe jetzt irgendwelche, muss warten, wie lange es ist. Das Nervensystem der Anwendung, wie gesagt, ich habe Send oder Publish. Adressen sind stringbasiert. Wir haben auch hier auch Subscriptions, die entsprechende Methode ist, entsprechend Consumer. Und, wie habe ich schon gesagt, Callbacks. Ich zeige das mal kurz an Code. So. Also, alle Verticals sind eigentlich von Abstract Vertical abgeleitet. Es gab zwischendurch in früheren Versionen immer mal noch Sonderfälle für Scala. Da war es dann das Scala Vertical, aber mittlerweile ist das auch behoben. Also kann man auch mit Abstract Vertical arbeiten. Jedes ist wie ein Thread. Jedes Vertical hat eine Startmethode. Die kann auch noch ein Future als Parameter bekommen. Dann würde man sagen, wenn die Startinitialisierung abgeschlossen ist, complete ich dieses Future und damit kann ich im aufrufenden, im Deployment-Prozess auch sagen, ja, dieses Vertical ist deployed, ab jetzt kann ich es auch aufrufen. Und hier sozusagen in diesem Init-Prozess würde ich auch sagen, auf welche Adressen soll mein Eventbus lauschen. Und dann habe ich halt einen Message-Händler, der dann auf verschiedene Methoden in mein Vertical eingeht. Und damit ist das schon verknüpft. Ihr kriegt also jetzt von anderen Verticals die entsprechende Mitteilung. Vertex selber ist halt eine Instanz, die dann auch das Deployment übernimmt. Das ist jetzt mal so ein Kotlin-Beispiel und hier würde halt das Deployment erfolgt halt. Moment. Über so eine Vertex-Instanz, die dann ein Vertical einfach deployt. Und ab dem Moment wird es in dieser Vertex-Instanz ist es an den Message-Bus angeschlossen. Kleine Besonderheit, kommen wir wieder zu, ich kann Vertex auch im Cluster betreiben. Also wenn ich einen Cluster-Manager wie Hazelcast oder so einbinde, kann ich mir halt eine Clustered-Version von Vertex holen.
Und alle in jedes Mal, wenn ich diese Applikation auf verschiedenen Servern, die sich im Netz sehen, starte die gleich und die benutzen einen verteilten Eventbus. Das heißt, ich habe hier ein automatisches Load Balancing. Wenn also der eine überlastet ist, dann ist der andere beim Horchen vielleicht schneller, wenn ich einen Send mache. Und ich kann auch einen Listener auf die Cluster Nodes machen und merke auch, wenn ein Knoten den Cluster verlässt oder neu dazugekommen ist. Falls ich sagen will, ich habe jetzt, also wir haben in der Anwendung zum Beispiel sehr viele Websockets, also pro Tenant auf der Cloud of Things, und die sind verteilt auf alle Knoten. Und wenn einer davon verlässt, müssen wir dafür sorgen, dass die Websockets auf dem anderen Knoten, auf dem verbleibenden Knoten neu gestartet werden, beziehungsweise auch neu verteilt werden, wenn einer neu dazukommt. Sonst hat er gar nichts zu tun und die anderen empfangen die ganze Zeit dann Nachrichten. Vergleichen wir mal. Wir sehen, MQTT ist asynchron, eventbasiert, skalierbar, publish, subscribe Modus. Wir entflechten eigentlich räumlich-zeitlich. Wir haben Sender, Empfänger und wir haben Topics. Bei WordX, wir sind auch asynchron, eventbasiert, skalierbar. Das gehört auch noch dazu. Ich kann jedes Vertical natürlich auch mehrfach deployen in so einem, in so einer Vertex-Instanz. Wir haben auch hier Senderempfänger, nur bei uns heißt es jetzt nicht Topics, bei uns heißt es stringbasierte Adressen. Das heißt, und hier unten steht es auch, Vertex.io kommt auch in anderen IoT-Szenarien wie Eclipse Hono zum Einsatz. Also auch andere haben schon erkannt, dass das ganz gut zusammenpasst, weil man halt dieses Reaktive genau das ist, was in der Embedded-Welt und der IoT durchaus eine Rolle spielt. Bei uns war dann der Fall, wir haben ein neues, frisches Team gehabt und wollten mal nicht, ich bin nicht so ein Spring Boot-Fan. Aus dem einfachen Grund, ich hasse es, wenn ich Klassen habe, die nur noch eine Annotation haben und dann muss ich wissen, was die alle sich holt. Also diese leeren Klassen, die da zum Teil passieren oder wenn die Fehlersuche verdeckt ist, weil ich alles nur auto-wired und ich irgendwo dazwischen hat irgendjemand was geändert. Und dann in Vertex ist das ein bisschen. Dadurch, dass ich es ziemlich, ich programmiere das, was ich sehe und versuche jetzt nicht automatisch da irgendwas Zeug zu injecten. Also da ich über dieses Event-basierte auch sehr schnell Singleton realisieren kann, weil ich halt nur einen Sender-Empfänger dort brauche, muss ich mir nicht das Ganze als Service injecten. Also ich kann auch auf Injection und verzichten. Was manchmal kommen mir halt Spring Boot-Projekte so overengineert vor. Also nach dem Motto, alles, was man machen kann, macht man auch. Und wir haben auch gemerkt, dass wir performancemäßig ein paar Probleme hatten, weil die Spring Boot-Services auch doch sehr viel länger brauchten zum Starten und so weiter. Der Kollege hat vorhin, als er, wie ist das, Quarkix? Nee. Hatte mal so eine Liste, aber Vertex ganz weit oben in der Performance bei den Webseiten unter den ersten 5 Plätzen oder so, die dort gezeigt wurden. Und das ist auch so, weil bei Vertex ist es genauso, wenn ich so einen Webserver, wie ich ihn vorhin gezeigt habe, instanziere und dieses Vertical zweimal starte, dann startet der nicht zwei Netties, sondern er startet einen und macht ein Load Balancing für die Händler für die beiden. Und damit ist der halt sehr schnell. Ich kann auch, wie gesagt, ich kann mir sagen, ich habe hier ein Netty, aber der gleiche Endpunkt kann von 5 Threads gleichzeitig verarbeitet werden, weil ich 5-mal dieses Vertical gestartet habe. Und damit erreiche ich dann noch eine Performance, die ich woanders und schwierig ohne so reaktive Elemente reinkriegen kann. Und deswegen aus dieser Tabelle sagte ich, eigentlich lässt sich das ja sehr gut kombinieren. Und Vertex bringt glücklicherweise sogar ein Modul mit. Vertex MQTT, das beruht auf Eclipse Power, so der verbreitetsten Open-Source-Implementierung für MQTT. Und was viele andere, was das einfache Eclipse Power nicht hat, es hat auch eine Server-Implementierung. Also ich kann auch MQTT-Server bauen. Das wird mal weniger für Produktivsachen machen, weil Broker gibt es ja, also Server gibt es ja normalerweise nicht. Eigentlich ist es der Broker, bei dem man sich anmeldet. Aber dadurch komme ich aber mit deutlich weniger Code aus, als wenn ich das Eclipse Power Client in Spring Boot oder in einem Kommandozeilen-Client mit einarbeiten will. Und
was für mich jetzt auch, man hat es manchmal, man mockt immer so Aufrufe von entfernten Servern weg, wenn man testet. Und da habe ich schon oft erlebt, man mockt eigentlich nicht den Aufruf auf den Server, sondern schon die Methode, die dann erst den Client aufruft, der das dann macht. Und dann hat man aber noch nicht gesagt, ob der Client ordentlich implementiert ist. Und hier kann ich einfach in dem Moment, weil ich einen Test-Client, einen Test-Server bauen kann, verzichte ich bei meinen Vertex-Projekten darauf, bei MQTT-Projekten in meinen System- und Integration-Tests zu mocken. Ich hänge einfach hinten ein selbstgeschriebenes, ich starte einfach ein Test-Server-Vertical, was diese Anfragen entgegennimmt und entsprechend beantwortet. Das heißt, der weiß dann, was er senden muss, zurück. Also so wie ich es beim Mocken sagen würde, wenn dann, gib mir das zurück. Hier ist es ein realer Server, der was zurückbringt. Also ich zeige das hier auch mal in dem Projekt, mit dem wir damals gestartet sind. Das war halt ein einfaches SDK. Habe ich hier halt einfach den Test-Server, habe die MQT-Options. Moment, ist das ja. Ne, Test-Server hier. Starte den Server und dann habe ich einen Endpoint-Händler und da kann ich dann einfach reagieren auf Subscriptions und auf, wenn jemand was published. Und genau, wenn jemand abmeldet, also eine Subscription erlischt, und dann kann ich einfach reagieren. Und ein Test-Client genauso, hinter einem Server kann ich auch wieder einen anderen Client hängen, der dann entsprechend Antworten, Subscriptions simuliert und damit auch sagen kann, ja, was ich gesendet habe, ist auch halbwegs passend. Leider ist der Stand aktuell noch 3.1.1, aber seit Sommer ist eigentlich die MQTT-5-Definition draußen. Hoffen wir, dass sie sehr schnell nachziehen. Jetzt kommen wir zu den Skalierung. Wie habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet. Man kann beliebig viele Instanzen eines Verticals starten, weil man übergibt eigentlich beim Starten einfach den Classnamen. Ich habe es hier schon gesagt, wenn ich ein identisches Webserver-Vertical mehrfach starte, gibt es nur einen Netty, aber ich kann entsprechend viele Instanzen machen, die das dann verarbeiten. Und natürlich habe ich die Möglichkeit, ich kann das im Cluster betreiben und diesen Eventbus dann auch verteilt betreiben. Und damit habe ich noch eine Sicherheit, dass ich halt sagen kann, wenn ein Knoten ausgelastet ist, weil der, weiß ich, auch andere Sachen gerade gemacht hat oder das Betriebssystem dort gerade ein bisschen Probleme macht, starte ich einfach weitere im Netz. Und, was eigentlich noch ganz gut ist, im Cluster habe ich noch die Möglichkeit, ich kann jedes Vertical mit High Availability deployen. Das heißt, wenn meine Instanz crasht, weiß der Cluster, welche Instanzen gelaufen sind und startet die automatisch für einen der anderen Knoten neu. Das würde nicht passieren, wenn man das im Docker mal probieren will, indem man den runterfährt. Also runterfahren ist kein Crash, das löst das nicht aus. Aber wenn ich kill minus 9 machen würde, das würde es erzeugen. Also wenn ich sage, weg. So, wie gesagt, im Juni war ich nach 50 Minuten an der Stelle. Wir müssen jetzt sehr schnell durchrasen, das ist jetzt ein bisschen das Handicap dieser Konferenz. Aber ihr dürft jetzt fragen. Dann können wir den Rest der Zeit auch noch ausnutzen. Ich freue mich, denn im Juni war der Raum kleiner und dadurch weniger Leute. Hier sind jetzt so viele Leute, dass wir trotzdem auf mehr Mannminuten kommen. Deswegen freue ich mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ich sehe dort. Hi, vielen Dank. Kannst du ein bisschen von den Szenarien erzählen, wie ihr das verwendet? Also, ich meine, die letzte inhaltliche Slide war, dass es passt, aber ja, also erzähl doch ein bisschen. Wir haben, es ist so, wir benutzen es aktuell in der Cloud of Things der Telekom, da haben wir als Tarent die ganze MQTT Narrowband IoT Anbindung gebaut.
Und das heißt, die Devices kommen entweder Narrowband IoT, also Narrowband ist so eine Abart von LTE 4, aber halt funktioniert mit geringer Bandbreite, aber noch 5 Meter unter Betonboden, muss dann über ein APN gewandelt werden, landet über ein SN-Gateway bei einem Broker. Aber hinter dem Broker muss das ja noch verarbeitet werden für die Cloud der Dinge. Und dahinter haben wir ein paar Services, und die dann diese Nachrichten abholen und dann in REST-Calls gegen die Cloud der Dinge umwandeln, weil die zu dem Zeitpunkt, wo wir es umgewandelt haben, selber noch kein MQTT sprach, also native, auch jetzt noch im Beta-Stadium ist. Und im Gegenzug empfangen wir über WebSockets Notifications von der COT. Und für diese WebSockets haben wir auch schon Vertex benutzt, weil es dort geht genauso einzeilig, dass ich ein WebSocket zu einer bestehenden Verbindung aufbauen kann. Und dafür kriegen wir Notifications für alles, was an Änderungen in der UI an den Devices erfolgen oder ob irgendwelche Kommandos wie, also MQTT-Devices oder IoT-Devices können auch solche Kommandos kriegen. Lass Lampen leuchten oder restarte dich oder lade eine neue Firmware runter. Und diese Kommandos müssen wir auch wieder an die Devices zurück, also über den Broker bringen. Das heißt, wir haben per WebSocket, wir bauen also für jeden Tenant ein WebSocket auf, also ein WebSocket-Vertical und haben dann einen MQTT-Client, der das zurück an den Broker schickt. Also das ist die Anwendungsfälle wie wir, und was ich vorhin auch kurz gezeigt habe, so ein SDK, was im Referenz-Agent mit enthalten ist, der Telekom, womit man eigene Devices oder wenn man auf dem Raspberry so ein MQTT-Device mal simulieren will, sich an die Cloud der Dinge connecten will, da haben wir halt auch dieses Nachrichtenbasierte benutzt, um halt mit dem Broker zu kommunizieren. Wie gesagt, ich benutze Vertex auch ohne MQTT. Das ist auch nicht der Fokus gewesen, warum ich sie jemals eingesetzt habe. Im Gegenteil, ich musste mal einen Swing-Client, der eigentlich eine Konfigurationsdateien bearbeiten sollte, ersetzen durch eine Web-Anwendung, damit man den auch aus der Ferne bedienen konnte. Weil es ist halt schlecht, wenn du im SAP-Umfeld SAP-Logs auslesen willst, aber du bist gar nicht physisch an der Maschine. Und da habe ich irgendwas gesucht, was hat einen eingebauten Browser, einen eingebauten Webserver. Also wie kriege ich eine Anwendung dazu, dass ich da einen Webserver mit starte und auch eine UI. Und das war Vertex damals so das, was am leichtesten umzusetzen war. So bin ich dazu gekommen und habe es dann geguckt, wie kann ich das möglichst einsetzen statt Spring Boot. Weil Tarent ist eigentlich eine Spring Boot-Kompanie im großen Teil. Spring Boot oder mit Java oder Go. Aber ich versuche da auch nochmal neue Sachen Also wir haben gesagt, dann irgendwann gesagt, wir haben in technologischen Leitlinien steht Kotlin, dann fangen wir doch mal als Erste an, überhaupt ein Kotlin-Projekt zu machen. Deswegen ist dieses bei der Cloud der Dinge ist ein Kotlin-Vertex-Projekt. Ja. Kannst du noch mal eine Pitch nach hinten, nach vorne? Ja. Was mir nicht ganz klar ist, ihr setzt ja jetzt quasi ein Messaging-System ein, um Daten erstmal an die Vertex-Services zu bekommen. Gleichzeitig kann man aber jetzt auch nochmal die Vertex-Instanzen clustern und hat dann nochmal einen eigenen Event-Bus, der irgendwie nur für Vertex gilt? Oder wie muss man das vorstellen? Oder ja, die reden untereinander selber, ja. Und macht das also Sinn quasi? Man könnte ja so Round-Robin und also auch gegen den Message-Bus, den man eh benutzt. Also gegen wenn ich den Häselkass ist ja in der Webseite von Vertex wird es auch beschrieben. Man kann auch einen bestehenden Cluster nehmen und sich da reinhängen. In dem Fall, wenn ich es von Vertex aus starte, dann übernimmt Vertex die Steuerung dieses Clusters und dann habe ich auch meine Config-Dateien. Sonst muss ich vielleicht bei mir Anpassungen vornehmen, um mich an anderen, an bestehende Cluster ranzuhängen. Also es geht aber auch, also ich kann auch, wenn ich schon eine bestehende Cluster-Instanz habe, kann ich mich da auch einfach als Partizipant mit dranhängen. Muss der noch irgendwie administriert werden in dieser? In der Konfiguration nicht. Wenn ich sage Clustered Instance, dann nicht. Ich muss nur im ClassPass, also ich muss im Gradle oder Maven einen der möglichen Cluster-Manager mit reinbauen. Also ich zeige mal die Webseite. Vertex. Also wie gesagt, wir haben unter Vertex.io gibt es unter Dokumentation, sieht man eigentlich auch ganz gut, also Get Started, Explore. Und hier sieht man auch die ganzen, also das Core,
Da ist eigentlich alles auch schon drin, auch für einen Webserver starten und so weiter. Vertex Web macht es nur etwas noch einfacher, dass ich noch Routen definieren kann. Was auch gut ist, dann sind aber auch alle Routen in meinem Webserver-Vertical definiert. Also ich muss mich, wenn jemand Play kennt, Play habe ich auch eine Datei, die mir alle meine Endpunkte definiert. Und bei Spring Boot müsste ich eigentlich durch jeden Endpunkt gehen, um zu sehen, was dort ist. Und wenn wir hier, gehen wir mal, also wie gesagt, das sind die Datenbank-Clients, die Liste wird auch von Woche zu Woche länger. Ich kann auch reaktiv, wenn ich nicht so gerne mit Callbacks arbeite, dann kann ich das auch im Java-Style machen, wer möchte. Es werden jetzt auch Kotlin Coroutines, obwohl man ja eigentlich vieles von dem, was man mit Kotlin Coroutines umsetzt, mit dem ganzen Vertex-Schema schon kann. Ich hatte für nächstes Jahr für die JavaLand mal einen Vergleich Kotlin Coroutines und Vertex eingereicht, aber da habe ich noch keine Antwort. Microservices, wie gesagt, ich habe Service Discovery, Circuit Breaker, ich kann Config und hier. Ich wollte jetzt zu der Cluster-Geschichte kommen. Also hier, wie gesagt, ich kann nur über TCP, habe DevOps-Geschichten und im Cluster. Also außer Hazelcast, das ist so der Standard, kann man natürlich auch Apache Zookeeper, Ignite und so weiter mal nutzen. Das ist also. Ist gerade dann, wenn ich schon eine Infrastruktur habe, die das schon könnte, macht das vielleicht auch Sinn. Vielleicht noch anschließend. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte zum Deployment erzählen? Also habt ihr dann pro Docker-Container sozusagen ein einzige Vertical deployed oder wie rollt ihr das nachher aus? Nein, eine Vertex-Instanz. Also wir machen es ja, wir trennen Fachlichkeiten innerhalb der Applikation. Aber die gesamte Applikation ist jetzt dann der Microservice, der fachlich immer noch ein komplettes Sache bedient. Also, aber es ist halt so, dass ich jetzt sagen kann, innerhalb eines Verticals habe ich vielleicht nur noch eine Methode, die irgendwas macht, also irgendwas verarbeitet. Wenn ich irgendwas inkrementen soll, dann hole ich mir über oder Daten vermengen soll, dann macht das eine oder ich habe ein Vertical, was speziell jetzt die Datenbankkommunikation macht. Also so wie es woanders habe ich eine Repository-Klasse für alle möglichen. Und hier habe ich halt eine Klasse, die halt interagiert mit der Datenbank und dann das schon das JSON zurückgibt. Also ich benutze im Eventbus in der Regel JSON als Nachrichtenformat. Man kann da auch alles möglich, dann müsste man sich noch eigene Codecs schreiben. Aber man kann ja, also wenn ich mit Amongo hantiere, verstehe ich immer nicht, warum Leute dann immer Pojos draus machen wollen. Wenn sie am Ende nach vorne auch wieder auf der Website, auf der HTML-Seite auch wieder eigentlich einen JSON rausgeben wollen. Muss ich nicht zweimal umwandeln. Und deswegen bei uns ist das, pro Vertex-Instanz können durchaus mehrere Verticals laufen, die aber zusammenhängende Fachlichkeiten bedienen. So, dann bedanke ich mich.